Willkommen zurück bei Bully, nachdem wir in der letzten Folge zum Abschluss nochmal eine vom Deckel gekriegt haben. Halt die Fresse. So. Hä? Boah. War ja nicht. Hier war. Da war doch gerade eben noch. Da war doch eben noch eine Mission, Jungs. Also, da sind. Aber es sind bestimmt diese Komiker in der letzten Folge schuld, oder zum letzten Folgenende schuld, die mir da eben vor die Mappe gegeben haben. Deswegen habe ich es nicht richtig geschafft, weil ich mich mit sowas rumärgern musste. Find ich nicht gut. Ein bisschen Hilfe hier beim Penner. Okay. Ich noch mal kicken. Oh Gott. Thanks, kid. Ach so. Okay, now let's train. That'll do. You ready to train? This one's a golden move. Never fail. It's about the family jewel. Put a little on. Good. You know you're all right, kid. Scared of an old drunk, huh? Don't forget to bring me a transistor when you come back. Das war also die Mission, ein bisschen Hilfe. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt und die Strebe-Herausforderung will ich nie machen. Na, jetzt gehen wir eh pennen. Machen wir nochmal Schule zum Anfang diesmal und ja, dann mal. If you egg the girl's dorm, come on, do it! Mach alleine ins Bullshit, Mann! Ich hab grad so eine schöne weiße Weste, wisst ihr? Und dann soll ich mir die ruinieren, du. Nö, 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 nö. Nö, du, das kommt gar nicht in die Tüte. Nur am Stress machen die Leute hier. Ne, ist doch auch eine Erziehungsschule, was das da machen. Zum Glück war ich immer ein braver Junge. War zu hochkommen in der Schule, aber ja. Das ist, wenn man. Wenn ihr wissen wollt, warum ich nie zur Schule gegangen bin. Das hat damit zu tun, ich habe etwas Probleme mit meinem Bein und meinem Rücken. Und das haben die lieben netten Mitschüler damals immer genutzt und wollten mich da fertig machen. Aber da Stress für mich auch ziemlich ungesund ist, da bin ich lieber aus der Schule ferngeblieben. Ja, deswegen bin ich halt wenig zur Schule gegangen. Wenn ich die Chance hatte, mich dünne zu machen, habe ich es getan. Deswegen werde ich hier in dem Spiel in Englisch, ach nee, Bio, wieder was aufschlitzen. Oh, das ist bei uns im Bio nicht dran gewesen, wenn ich mal da war. Hurry up, children. We've got a brand new set of delightful carcasses to dissect. Ich will gar nicht wissen, was es diesmal ist. Ein Fisch? Naja, ich hasse Fisch. Da geht das ja noch. Fisch ist sowieso ekelhaft. Fisch ist ekelhaft. Fisch ist ekelhaft. So, wo muss ich entlang? Ach, ich soll jetzt schon mit der Lupe. Das Auge. Juhu. Ja gut, wenn es unbedingt neu sein muss. Take your time, boy. Dissection is an art. Lass mir keine. Patience, Hopkins. Halt Maul. Rush science? No, no. Gently. Carefully. Ach, halt die Fresse. Ist ekelhaft genug. Das ist widerlich. Fisch ist allgemein widerlich, also von daher. Ich
La 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 la. Igitt, 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 igitt. Was? Entferne die Hautlappen. Ach du gute Güte. Oh, ist das pervers, Alter. Kiemen. Ich weiß nicht, was die Kiemen sind. Das sollen die Kiemen sein, okay? Oh, falsch. Das werde ich diesmal nicht schaffen. Diesmal schaffe ich das wieder nicht. La. Einfach hier lang irgendwie. Im Gamepad macht sich das eben schwieriger ein bisschen. Take your time, boy. Dissection is an art. Ich kann mir keine Zeit lassen, das geht auf Zeit, du Vollpfosten. Oh, I think I'm gonna be sick. Was? Fische haben eine Leber? Geil. Fische haben also Leber. Saufen die etwa? Unter Wasser? Lassen sie sich so ein kühles Bergquellwasser da unten schmecken, ja? So ein Bergquellbier. Frisch aus dem Zapfhahn, so. Eiskalt und wassergekühlt. Magen. Na, das müssen sie ja haben, das ist mir klar. Alter, wie viel ist denn das diesmal? Das wird ja zeitlich... Das wird ja... Übelst assi. Dann noch mit Kurven, das macht jemand am miesesten irgendwie. So. Take your time, boy. So. Dissection is an art. Das könnte ich noch schaffen, aber dann kommt bestimmt noch. Nee, geschafft, geil. This will make a fine display specimen. Geil, gleich beim ersten Mal gepackt. You paying attention? Fischhof. Comes through again. Ich get Fischhut. Alter, wer schmeißt denn hier so ein Mist hin, ey? Entschuldigung, dass ich hier rumgeröbst habe, denn das ist hier der Energy Drink, der ein bisschen ekelhaft schmeckt. Ich nehme meine Session auf, also ist immer noch für mich der gleiche Tag. Aber das ist ja nicht so schlimm, ich habe ja Zeit. Ja, ich habe noch genug gut Zeit. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Über $200, geil. Liquid sugar is healthy, isn't it? So. Hier ist, in dieser Schule ist der Biologieunterricht ein wenig ekelhaft. Ach, halt die Klappe. Ist das letzte Mal, dass ich dich in diesen Klamotten gesehen habe. Ja. Oh. Da kann ich doch eine Köhler saufen. Eine Köhler. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Mein Nachbar war's. Ja, mein Nachbar ist schuld, dass ich hier unterbrechen musste. Finde ich nicht gut. Jedes Mal wird man hier gestört. Was ist das jetzt? Ah, Musik. Also schon das letzte Musik 5. I hope you're all taking this class seriously. Music should be an amazing outlet for personal expression, not just an opportunity to bang on things. Na dann wollen wir mal. Oh Gott. Das habe ich ja letztens schon gemacht. Thank you.
It's all right, Jimmy. Just think of the next class as your comeback tour. Oh, das war jetzt echt schwierig. Ich habe aber mein Pad zerstört. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Oh, das ging jetzt so ein schneller Takt. Das ist gar nichts für mich. So, jetzt gehen wir schnell zu der Mission. Bevor die wieder wegploppt. Ich hole mal kurz mein Vorrat. Jetzt habe ich den scheiß Takt im Ohr. Das geht gar nicht. Alter. Schnell hin da, bevor es wegploppt. Scheiße, die Abkürzung nie gekriegt. Shit. Fein. Alter, steht doch nie im Wege rum. Rudi, der rotnasige Weihnachtsmann. Ach, hey du. Santa, what's up? Well, if it isn't my favorite little helper. You want a smoke? Oh no, I forgot. Little Goody Two Shoes doesn't smoke. So, what are you up to? This doesn't look like much of a workshop. I know. We gotta fix this dump up. Look through some trash cans for ornaments or any junk that sparkles. This is a classy operation. We gotta look the part. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner, you just scream Christmas spirit to me. Of course, I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. Okay. Der Weihnachtsmann braucht Dekoration. Besorgt Müll, der glitzert. Okay. Jetzt blick kurz das auf der Karte markiert. Ja, ein Paket. Gott, ist das dämlich. 2 von 5. Das geht ja eigentlich nur, ne? Mein Fahrrad ist bloß weg. Oh nö! Geh weg! So, schnell mal einen Tipp beim Wegrennen mitnehmen. Okay, man. Here's all the junk I could find. Nice going, kid. I think we're just about ready for business. Oh, by the way, you brought a camera, right? I'm afraid the elves let me down this year. Yeah, I kind of figured they would. Don't worry, I got it covered. Good. Now, go stand over there and make me, I mean us, rich. Ho, ho, ho! Oh Gott, vor dem... A skateboard, Roddy! A skateboard! Hear me, old man! Ow! And bunions! Das Kind auf dem Foto lächelt. Over here! Of course. Turn around. Oh. This sucks. I never get what I want. I hate it. Cry me a river. Oh, yeah. Smile for the camera. Alter. Why should I? You suck! Alright, pose.
You're on camera. Mann! Well, at least you're not me. Ach, erwischt. All right, Maggots, who's next? Oh, Gott. Hi, Santa. You're the best. I want lots of presents this year, okay? Na, das wächst mal ein Kind, was sie genommen hat. Well, look who it is now. It's you. Does your sleigh have rocket boosters? Is it eco-friendly? Na-na-na-na-na-na. Looking for a tutor or something? I got my PhD at the School of Hard Knocks. Sorry, kid. Places to be. Reindeer to feed. It's my horse poop. It's my horse poop and rubbing alcohol. If I had a nickel for every time I'd hear that. Na 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 boo boo. Santa's thirsty. Let's get this over with. Oh, God. So, erwischt. Ho, ho. Ho, ho, ho! I haven't seen this much dough since my days at the track. The track? Yeah. You know, the reindeer games. And, oh, hey, I might be able to catch the last race. Gotta go, kid. Here's your cut. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Ich sag ja, der ekelhafteste Weihnacht eifersüchtiger Johnny. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Wie ich schon in den letzten paar Folgen gesagt habe, der ekelhafteste Weihnachtsmann ever. Bah. Du mich auch. Ich fahr nach Hause. Oder beziehungsweise in meine Wohngruppe. In die WG. Just keep your nose clean. Ach, halt die Schnauze. Ach, wie ist die Mock? Ja. Da würde ich mal sorgen, bis zur nächsten Folge, nicht? Bis dahin, wa? Tschüss.